Sei f eine komplexwertige Funktion. Das bedeutet, hier könnte auch r stehen, denn r ist eine echte Teilmenge der komplexen Zahlen. Wir fordern hier nichts weiter, wir formulieren stattdessen das Integral mit dem Parameter s, definiert als Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus st nach dt mit s aus den komplexen Zahlen, heißt Laplace transformierte von f. Und hier ist die entscheidende Aussage, falls das Integral existiert. Also wenn es existiert, war die Funktion f mit allen Eigenschaften ausgestattet, damit das Integral letztlich konvergieren konnte. So, diese 0 hier gefällt mir nicht, die müsste höher gesetzt werden. So. Eine Folgerung. Betrachten wir spezielle Funktionen 0 für t echt kleiner 0 und f von t für t größer oder gleich 0. Die Aussage ist jetzt hier, die Fourier-Transformierte soll existieren für diese Funktion. Also dann schreibe ich hier, sei f von t so definiert mit existierender Fourier-Transformierten dann könnte man folgern, die Fourier-Transformierte dieser Funktion bezogen auf den Parameter Omega ist das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über f von t mal e hoch minus i Omega t nach dt. Ja, aufgrund der Definition dieser Funktion f von t könnte ich dann hier schreiben, das ist das Integral von minus unendlich bis 0 über 0 mal e hoch minus i Omega t nach dt addiert mit dem Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus i Omega t nach dt. Das Integral über die Nullfunktion ist 0. Dann würde in der nächsten Zeile zu formulieren sein, das Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus i Omega t nach dt. Das wiederum ist nichts anderes als Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus i 0 plus Omega t nach dt. Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus 0 plus Omega i t nach dt. Ja, das ist aufgrund der Definition der Laplace-Transformation oder auch als Laplace-Transformierte bezeichnet, bezogen auf den Parameter Omega i. Ja, das ist die Laplace-Transformation
bezogen auf den Parameter s mit s definiert als 0 plus Omega i. Und das ist aus den komplexen Zahlen. Daraus folgt für diese spezielle Situation, dann ist die Fourier-Transformierte von f von t bezogen auf den Parameter Omega, die Laplace-Transformierte von f von t bezogen auf s mit s gleich 0 plus Omega i aus den komplexen Zahlen. Sei nun f von t gleich 1 mit t aus dem Intervall von 0 bis unendlich und s aus den komplexen Zahlen mit Realteil von s echt größer 0, dann gilt Doppelpunkt die Laplace-Transformierte von dieser Funktion bezogen auf den Parameter s ist 1 durch s. Beweis: sei f von t gleich 1 und t aus dem Intervall und s eine komplexe Zahl mit Realteil der komplexen Zahl echt größer 0, dann folgt die Laplace-Transformierte von f von t von s ist Laplace-Transformierte von 1 von s ist aufgrund der Definition der Laplace-Transformation Integral von 0 bis unendlich über 1 mal e hoch minus st nach dt. Das wiederum ist das Integral von 0 bis unendlich über e hoch minus st nach dt. Das wiederum ist Limes t Hut geht gegen unendlich von Integral bis t Hut über e hoch minus st nach dt. Das wiederum ist Limes t Hut gegen unendlich von minus e hoch minus st dividiert durch s in den Grenzen t Hut und 0. Das wiederum ist Limes t Hut gegen unendlich minus 1 dividiert durch s mal e hoch s t Hut addiert mit 1 durch s. Nun geht zunächst e hoch s t Hut gegen unendlich insgesamt das Produkt gegen unendlich und insgesamt dieser Term gegen 0. Somit habe ich hier 1 durch s für alle komplexen Zahlen mit Realteil von s echt größer 0, denn für s gleich 0 plus 0i aus den komplexen Zahlen würde folgen, 1 dividiert durch s ist nicht wohl definiert, denn hier darf ja nicht 0 stehen. Sei nun ohne Beschränkung der Allgemeinheit s gleich minus 1 plus 0i. Andernfalls wählt man eine andere komplexe Zahl, so dass Realteil von s größer 0 nicht erfüllt ist. Also hieraus folgt Realteil von s echt kleiner 0. Daraus folgt Integral von 0 bis unendlich über e hoch minus st nach dt ist Integral von 0 bis unendlich über e hoch minus minus 1 plus 0i t nach dt ist gleich
Integral von 0 bis unendlich über e hoch t mal e hoch minus 0 ti nach dt ist gleich aufgrund der Definition der Euler-Identität Integral von 0 bis unendlich über e hoch t multipliziert mit Cosinus von 0 minus i Sinus von 0 nach dt. Das ist 1, das ist 0, ist gleich Integral von 0 bis unendlich über e hoch t nach dt. Ist gleich Limes t Hut geht gegen unendlich von Integral bis t Hut über e hoch t nach dt. Ist gleich Limes t Hut geht gegen unendlich e hoch t Hut minus 1. Das geht gegen unendlich, insgesamt geht das gegen unendlich. Also konvergiert das Integral nicht für s aus den komplexen Zahlen mit Realteil von s echt kleiner 0. Daraus folgt, die Laplace-Transformierte der Funktion f von t ist 1 durch s. Für alle komplexen Zahlen mit Realteil von s echt größer 0 und f von t gleich 1. Coidée.